Hallo zusammen, heute direkt aus meinem Iltis. Heute wird wieder ein bisschen geschweißt, aber bevor ich anfange, machen wir noch ein kurzes Filmchen. Ich habe nämlich was geschickt bekommen. Das muss ich euch unbedingt zeigen. Hat mit dem Iltis zu tun. Aber einen schönen Brief auch noch dazu bekommen. Aus Aschaffenburg vom Elmar. Und der hat was ganz Tolles aufgetrieben oder gehabt, das er mir geschickt hat. Und zwar ist es aus dem Jahr 9, also September 1981. In dem Monat habe ich meinen Unteroffizierslehrgang begonnen. Das war das erste Jahr bei der Bundeswehr. Und aus dem Jahr ist der folgende Prospekt, ein Original. LKW 0,5 Tonner GL Volkswagen Iltis Prospekt von VW. Ist eine echte Rarität. Und was ganz toll ist an dem Prospekt, das sind diese tollen Fotos, wo da drin sind. Diese alten Bundeswehraufnahmen in Gelb-Oliv. Der Volkswagen Iltis überall hin, überall durch. Der Volkswagen Iltis ist ein neuer, robuster Geländewagen, ein Geländewagen, der für besonders starke Beanspruchung gebaut wurde. Überall, wo Straßen aufhören, Straßen zu sein, wo es darauf ankommt, auch unter extremen Bedingungen durchzukommen. Da zeigt der Volkswagen Iltis, was er wirklich kann. 8.000 und knapp 9.000 Exemplare sind für die Bundeswehr damals gefertigt worden. Der Verkauf wurde auch zivil verkauft, aber hatte den stolzen Preis von knapp 40.000 D-Mark, 39.000 D-Mark und war somit teurer, mal gutes teurer, ungefähr 10.000 D-Mark teurer als Mercedes S-Klasse. Und das müsst ihr euch einmal vorstellen. Also war da die Interesse relativ gering, den zivil zu kaufen, weil er einfach sehr teuer war. Hier sieht man im Geländeeinsatz tolle Aufnahmen. Entschuldigt die Spiegelungen ein bisschen, aber im Fahrzeug brauche ich einfach Licht. Hier ist ein Haarklein nochmal gezeigt in Schnittaufnahme der Iltis. Die Achsen, die Lenkung, der Motor, das Fahrgestell, alles extra grafisch dargestellt in dem Hochglanzprospekt. Keine Ahnung, wo das mir ausgelegen hat. Und was mir einfach ganz besonders an dem Prospekt gefällt, sind diese Aufnahmen der alten Bundeswehr, die man in keinem Buch sieht. Hier beim Übersetzen mit einer Fähre, mit den Pionieren, abgeplant. Unten nochmal bei extremen Wasserdurchfahrten. Dann hier eine ganze Seite, kleine Detailaufnahmen. Von den Details von dem Fahrzeug, Überrollbügel, irgendwas habe ich gerade gesehen, was ich euch zeigen wollte. Ja, hier ein Sprung, tolle Aufnahme. Hier noch in Ladenneu und in Gelb-Oliv, so soll er auch wieder lackiert werden. Hier unten noch mit einem Starfighter, da ist der aktuell noch geflogen, bei der Luftwaffe. Und das letzte Bild, wo hier kommt, das ist auch klasse. Das zeigt den Iltis beim Verladen, beim Luftwaffentransportgeschwader in die Transall, die ja jetzt auch nicht mehr fliegt. Der Lademeister, das fliegende Personal in Leuchtorange noch, was wie es damals üblich war in den Kombis, mit Schnurrbart und Halstuch. Die Transall noch in dem alten Tarnschema und auf der letzten Seite sind dann die ganzen technischen Daten sauber aufgelistet. Echte Rarität, kommt zu den Papieren von dem Iltis dazu, ist ein Zeitdokument von 1981.
Wobei ja der Wagen hier Baujahr 79 ist. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt werde ich die vorbereiteten Bleche einschweißen. 1, 2 oder 3, je nachdem wie weit ich komme. Erst muss ich die Stellen noch frei machen, wo ich die Schweißpunkte setze, dass ich da gut schweißen kann. Und wir sehen uns und ich zeige euch dann irgendwann einmal die eingeschweißten Bleche. Ciao und Servus.